Stopp. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich wieder in meine Zelle zurück. Ich bin Ethan Escher, der Bezirksstaatsanwalt. Ich habe eben einen Anruf bekommen vom Bürgermeister. Er hat mich gebeten, hier eine Verwechslung aufzuklären. Nein, 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 das kann nicht sein. Das ist keine Verwechslung. Ich bin auf frischer Tat mit der Ware erwischt worden. Er hat Decken von den Catfields an Obdachlose verteilt. Das ist bei mir zwanghaft. Ich kann einfach dem Impuls nicht widerstehen, Leute vor dem Erfrieren zu bewahren. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob Sie einen Anwalt haben, sonst müsste ich Ihnen einen stellen. Nein, nicht nötig. Ich habe einen Anwalt. Julia Capwell. Besser könnte es gar nicht sein. Sie ist ausgezeichnet. Wir werden zusammenarbeiten. Die Schwierigkeit ist nur, Miss Capwell ist nicht verfügbar, da man die Dame in einer ihrer Zellen verwahrt hat. Man hat sie verhaftet, Julia Capwell? Wer um Gottes Willen hat das zu verantworten? Der Ehemann der Dame, Mason Capwell. Das ganze Menü umsonst. Alles wird kalt, weil du bockst. Die Soße ist geronnen. Der Kalbsbraten sieht inzwischen aus wie ein Klumpen verschrumpelter Küchenschwämme. Ach, warum hatten die nicht den Anstand, Mikrowellen in diesen Zellen zu installieren? Ich werde gleich anrufen und veranlassen, dass man uns sowas herbringt. Ich habe aber noch was für dich, was ganz superb ist. Ein exquisiter Jahrgang. Handverlesen, direkt aus den Weinbergen meines Vaters. Ich nehme nichts aus deiner Hand. Spiel mir hier ja nicht die harte Kriminelle vor. Nur weil du in der Zelle sitzt, brauchst du mich nicht zu ignorieren. Ich würde dir gleich zeigen, wie hart ich bin, wenn du nicht abhaust. Erst musst du was essen. Es ist sinnlos, wenn du hungerst, nur um dich an mir zu rächen, mein Liebling. Vielleicht esse ich, wenn du gehst. Ich wollte dir noch so viel sagen, Julia. Du solltest lieber nichts mehr zu mir sagen, hörst du? Sonst rutscht mir aus Versehen noch die Pfeile aus. Du weißt ja, ich bin zu allem fähig. Also, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn ich das hübsche Tischtuch hier runterziehen kann, ohne dass dabei irgendwas verschüttet wird, dann haust du ab und lässt mich in Frieden. Wenn nicht, dann höre ich dir geduldig zu. Du hast wohl bei Crews Vater zaubern gelernt. Also, ja oder nein? Ich möchte dir lieber ohne doppelten Boden mein Herz ausschütten. Na, meinetwegen, versuch's. Jetzt ist mir wohl. Das war meine Rache. Jetzt wird es ungemütlich. Wir fahren direkt in den Schneesturm rein. Keine Angst, ich habe hinten Schneeke. Vermutlich kauft uns sowieso keiner ab, dass wir wegen schlechter Sicht zu spät kommen. Ich habe Angst, dass Darth Victor erfriert, bevor wir es schaffen. Schon mal gehört, dass Pferde Erfrierungen kriegen. Außerdem sind wir fast da. Kannst du die Heizung mal hochdrehen? Ich bin nämlich kein Pferd. Was soll's, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Hier ist es wärmer als auf der Straße. Das ist das Gute am Gefängnis. Die waren schneller. Ich bezweifle, ob das unsere Presseabteilung in den Griff bekommen kann. Mein Fall ist doch morgen schon längst wieder vergessen. Nachrichten sind wie Croissants. Nach einem Tag werden sie alt und trocken. Vorausgesetzt, die Anklage wird fallen gelassen. Das ist kein Problem. Vorausgesetzt, ich finde Mason Capwell. Ja. Ach, oh, hallo Michael, mein Freund. Bitte nehmen Sie Platz. Ich gehe mal davon aus, man lässt sie gerade frei. Tja, wie es aussieht, ist Mr. Capwell unerbittlich. Offenbar scheint der Ruf seiner Familie von ein paar Decken abzuhängen. Ich muss ihn nur finden, dann werden wir die Sache ganz sicher bereinigen. Na, dann beeilen Sie sich, er ist drüben bei Julia. Ich wollte gerade zu ihr, deshalb weiß ich, dass er da ist. Mason Capwell ist im Moment bei seiner Frau. Schicken Sie ihn nach seinem Besuch sofort zu mir ins Büro. Ja, danke.
Also, Mr. Griffin, ich sehe überhaupt keine Probleme. Ich nehme an, wir können Sie auf Kaution freilassen. Soweit ich weiß, hat Mr. Griffin eine Kaution abgelehnt. Sehr richtig. Offen gesagt möchte ich niemanden in Verlegenheit bringen, Sie verstehen. Außerdem fühle ich mich ausgesprochen wohl bei Ihnen. Es ist bequem, hell, ordentlich, gepflegt, komfortabel, die Speisen sind ausgezeichnet und Ihre Beamten sind ausgesprochen süße Jungs. Dieses Kompliment werde ich weitergeben. Unsere Beamten werden selten so warm gelobt. Ich werde jetzt endlich versuchen, an Mason ranzukommen. Michael, würden Sie bitte hier bleiben, bis ich wieder da bin? Bis gleich. Ja. Hallo, hast du viel zu tun? Ja, das habe ich. Wie wär's mit einem gemeinsamen Abendessen? Meine Steuerrückzahlung ist endlich da. Es ist gerade genug für ein paar Schuhe und ein tolles Abendessen zu zweit. Siehst du, ein guter Steuerberater zahlt sich eben aus. Tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Ich war vorhin bei Dr. Kranzler. Du weißt ja, was für Aversion ich Psychiatern gegenüber hatte, aber Dr. Kranzler ist wirklich ein ausgesprochen kompetenter Fachmann. So sensibel, so vertrauensvoll. Außerdem sieht er so verdammt gut aus. Ich glaube, ich kriege doch noch alles in den Griff. Na, mir scheint ja, dass du Dr. Kranzler in den Griff kriegst. Du kannst so süß sein, wenn du willst. Dr. Kranzler hat mir vorgeschlagen, dass wir beide zu ihm zu einer Sitzung kommen sollen. Können wir nicht später darüber reden? Hm? Er hatte eine wundervolle Idee. Er ist der Meinung, es wäre für uns sehr hilfreich, wenn wir jetzt beide das Kinderzimmer einrichten würden. Und ich habe gedacht, vielleicht fahren wir ganz spontan zusammen los. Wir könnten uns doch schon mal ein paar Möbel anschauen. Die Läden sind zwar noch geöffnet, doch ich finde, es ist ziemlich kalt und man sieht kaum was. Das eilt doch nicht, oder? Natürlich nicht. Ich weiß, ich habe ja noch keinen dicken Bauch, falls du das meinst. Das habe ich nicht gemeint. Ich möchte doch nur meine Figur für dich noch ein bisschen halten. Weißt du, Dr. Kranzler hat gesagt, dass manche Väter so eine Schwangerschaft kaum verkraften, dass sie sogar mehr Probleme damit haben als die Mütter. Ich hoffe nicht, dass du einer von den Daddys bist, denen morgens schlecht wird. Was ist denn nur los mit dir? Dieser Dr. Kranzler hat dich wohl total durcheinander gebracht. Oh, ich kann doch machen, was ich will. Neuerdings findest du sowieso alles falsch an mir. Damit kann ich nicht umgehen, weil du die reale Situation völlig verdrängst. Vielleicht solltest du endlich aufhören, uns beiden ein heiles Familienleben vorzuspielen. Ich verdränge ein paar ganz andere Sachen. Du solltest dir darüber mal Gedanken machen. Ich denke, es ist nicht zu früh zu überlegen, in welche Atmosphäre dieses Kind hineingeboren wird. Und ich rede jetzt nicht von Tapeten und Möbeln. Willst du, dass ich ständig depressiv bin? Was hättest du von so einer Frau? Das wäre auch nicht gut für das Kind. Ich kann ja begreifen, dass wir nicht beide gleichzeitig dieselben Fortschritte in dieser Krise machen, aber du lässt dir auch nicht helfen. Ich glaube, du solltest auch Dr. Kranzler aufsuchen. Nein, nein. Du hast viel zu tun. Mach deine Arbeit, okay? Wir sehen uns später zu Hause. Ich glaube, dir fehlt für so einen Trick die Praxis. Ja. Oder meine Hand war etwas zu kalt für dieses Kunststückchen. Probier's nicht nochmal. Wer sagt's denn? Der Rahmspinat ist noch zu verwenden. Was haben wir denn da? Etwas Salatdressing. Jetzt fehlt nur noch ein Tröpfchen Zitronensaft. Das hat sich auf diesem Teller verirrt. So. Hör auf damit, das ist ja widerlich. Du hast recht. Der Duft deines Busens hat mich schon immer völlig aus der Bahn geworfen. Du willst doch sicher noch ein bisschen Obst, ne? Tu nicht so. So doll kann der Schlag nicht gewesen sein. Mason? 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 Dir liegt doch was an mir. Man muss dich nur daran erinnern. Woran ich erinnert werden müsste, ist, dass du alles machen würdest, um deinen verdammten Willen durchzusetzen. Du lässt Derek ins Gefängnis sperren, nur weil der an die obdachlosen Decken verteilt, du. Weißt du was? Wir geben alles, was wir besitzen, weg und werden mit Samantha in einer einsamen Blockhütte leben. Wir essen Nüsse und Beeren und Cheeseburger, die andere weggeschmissen haben. Wir machen den Ozean zur Badewanne. Wir machen Parfum aus Seetang und arbeiten bei Greenpeace. Nimmst du mich dann wieder zurück? Dein Kalbsbraten hat nichts genutzt. Willst du dir ein, du schaffst es mit Sport? Hm.
kannst das pure Leben von solchen Leuten wie Griffin eben einfach nicht akzeptieren, weil sie an was glauben. Du bist mein kleiner Egoist, selbstsüchtig, hochgradig eifersüchtig, ein ganz großer Lügner und ein Zyniker. Wenn du mir meine Schwächen vergeben könntest, verspreche ich dir auch, dir deine Dummheit zu vergeben. Was ist denn hier los? Überhaupt nichts, auch wenn es danach aussieht. Ich hoffe, Sie kommen, um einen von uns hier rauszuholen. Mr. Kepfel, der Bezirksstaatsanwalt möchte Sie sofort sprechen. Ja. Ich komme. Du kannst ja inzwischen darüber nachdenken, was du zum Nachtisch möchtest. Vielleicht eine schöne Torte und eine Tortenschlacht à la Chaplin. Läuft was zwischen dir und dem Inspektor? Würde mich mal interessieren. Was meinst du, was soll da laufen? Spiel bloß nicht von mir die Naive wie. Du solltest ihn von der Operation ablenken, aber du hast ihn stattdessen hübsch drauf zugeführt. Ich kann's nicht ändern, wenn der Kerl eine Nase wie ein Bluthund hat. Sei froh, dass ich ihn überzeugt habe, dass ich bei euch nicht mehr drin hänge. Ja? Wie macht man denn sowas? Ich musste ihn deshalb nicht aufs Sofa zerren, falls es das ist, was du wissen wolltest. Ach, wirklich? Ich nehme an, du hast ihn einfach mit deiner Ehrlichkeit eingewickelt. Weißt du was? Der Inspektor ist ausnahmsweise ein netter Kerl. Es war frustrierend, ihm was vorzuspielen. Lass mich in Ruhe. Krieg jetzt bloß keinen Heiligenschein. Ich kann es mir nicht erlauben, schwache Glieder in der Kette zu haben. Nur keine Sorge. Denk mal an Weihnachten, da wollten sie dich mit einem Wasserschlauch vom Gehweg wegräumen. Du hast verdammt alt ausgesehen. Ich frag mich nur, wie das ausgegangen wäre ohne den Inspektor. Hey, warum fährst du von der Straße runter? Ich denke, du hast Schneeketten. Kannst du vergessen. Guck mal auf die Straße, Baby. Wir müssen doch bald da sein. Klar, sind wir auch. Hab keine Lust, einen Unfall zu bauen. Und jetzt bringt der Zimmerservice Hafer fürs Pferd, oder was? Eine Decke fürs Pferd werden wir doch noch finden. Eine Nacht auf dem Parkplatz haut so ein Pferd nicht um. Alles klar. Pferde lieben die wilde Natur. Also irgendwann muss ich einen dicken Bauch haben, aber wie? Naja, eins steht fest. Dein eigener Mann hat keine Lust, mit dir ins Bett zu gehen. Bleibt nur noch die Frage, wen sollen wir als glücklichen Vater nehmen? Die Wetterlage weiterhin sehr kalt. Und da wir gerade davon sprechen, Michael Donnelly, der Leiter des Gemeindezentrums an der Alvarado Street, bittet um warme Kleidung und Decken, um sie an Obdachlose zu verteilen. Also, wenn Sie helfen wollen, beteiligen Sie sich an der Aktion. Nein, ich habe was gegen Trennungsgeschichten und Beziehungskisten. Ich habe andere Probleme. Das ist kein Thema für mich, glauben Sie mir. Naja, ich glaube, Sie haben nicht das Format, meine Frau zu verführen. Aber auch wenn Sie nicht die Absicht haben, es gibt seltsame Dinge im Leben. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Naja, wenn die falsche Person am richtigen Ort zur falschen Zeit ist. Sie meinen, ich bin die falsche Person hier im Gefängnis? Ich bin überhaupt nicht überzeugt von Ihrem selbstlosen Getue. Sie machen doch allen ja nur was vor. Sie fletschen doch schon die ganze Zeit die Zähne, weil Sie meine Frau in der Nähe wittern. Ich mache mir auch Gedanken über meine Mitmenschen, denen es nicht so gut geht. Aber ich fühle mich nicht verpflichtet, Ihnen das zu beweisen. Wissen Sie, im Moment interessiert mich nur meine Frau und das, was sie macht. Ich gebe es zu, ich bin nun mal ein Egoist. Und wenn Sie mich selbstsüchtig nennen würden, hätten Sie recht. Ich bin selbstsüchtig, wenn es um die Frau geht, die ich liebe. Das heißt also, wenn es um Julia geht, dann bin ich eifersüchtig und unerbittlich. Oh. Erklär mir bitte, warum wir bloß ein Zimmer haben. Ich weiß doch, du frierst, Baby. Komm, ich wärme dich. Hör auf, du weißt doch, es ist zwischen uns vorbei. Ach, hab dich nicht so. Ich werde die alten Flammen schon wieder entfachen. Komm schon, Baby. Der Boss weiß mich zu schätzen. Ich werde stinkreich sein. Das willst du doch. Ich kann teilen, Baby. Lass mich los. Fertig, Nicky. Ich glaube, die verdammte Kälte hat dein kleines Erbsenhirn eingefroren.
Komm schon, Baby. Du weißt doch, du hast mich schon immer scharf gemacht. Wenn du so verdammt scharf auf mich bist, dann lass die Finger weg, sonst bist du zum letzten Mal scharf gewesen. Hey, willst du die Bullen rufen oder was? Reg dich wieder ab. Was ist das? Eine Wanze? Ein Mikro. Verdammt! Du bist wirklich ein Idiot. Er wird bestimmt gleich hier sein. Ich bin doch nicht blöd und nehme dich mit zum großen Boss mit so einem scheiß Abhörgerät. Das ist noch lange kein Grund, sich so idiotisch daneben zu benehmen. Cruz wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Ja? Darauf hast du nicht gefasst, mein Lieber. Travis! Alles okay? Was denn sonst? Da arbeitet man die ganze Zeit mit einem Weib zusammen und die ist ein verkappter Bulle. Wie kann man nur so dämlich sein? Ich bin noch viel blöder. Das Treffen können wir uns also abschminken, jetzt wo er weiß, was Fakt ist. Ich wusste, das Mikro war ein Fehler. Das Mikro wäre in Ordnung gewesen, aber du musstest ja mit ihm in ein Motel gehen. Du wärst wohl draußen beim Pferd geblieben, oder was? Lass mich lieber darüber nachdenken, wie er uns trotzdem mitnimmt zu seinem Boss. Nicht wahr, Freundchen? Sagen Sie lieber nichts. Ich ahne schon, man wird uns einzeln exekutieren. Tatsache ist, Mason hat seine Klage nun mal fallen lassen. Sobald die Entlassungsscheine unterschrieben sind, können Sie gehen. Danke, Ethan. Ich danke Ihnen auch vielmals. Ach ja, übrigens, der Bürgermeister möchte mit Ihnen zum Mittag essen, Mr. Griffin. Also, wie kommt denn dieser Sinneswandel zustande? Da bin ich aber wirklich sehr überrascht. Oder gibt's da einen Haken oder was Ähnliches? Da gibt's keinen Haken. Dereks gute Taten haben ihn überzeugt. Naja, und mich auch. Wirklich? Da freue ich mich für Derek. Holen wir lieber unsere Sachen, bevor er sich's anders überlegt. Julia? Ja? Ich bin nicht annähernd so selbstsüchtig und egoistisch, wie ich vielleicht scheinen mag. Ich möchte deshalb eine kleine Spende geben. Und zwar soll dieses Geld ausschließlich für das Kinderheim sein, weil ich glaube, dass Ihnen das sehr am Herzen liegt, Griffin. Ja, das stimmt, weil Kinder mir doch irgendwie viel lieber sind als Erwachsene. Bitteschön. Oh, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Aber das Finanzielle meines Wohltätigkeitsvereins wird meine Anwältin für mich regeln. Ach, wirklich? Aber ja, ich erwarte Sie dann. Bis gleich. Oh, $10,000, das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Ich würde 10-mal so viel geben, wenn du es von mir verlangst. Das ist unwichtig. Tu's nicht für mich, es muss dir was bedeuten. Das war nicht deinetwegen. Nein, das glaube ich dir nicht. Ich würde dich sehr gern beeindrucken. Du willst wie Derek wirken, weil die meisten ihn verehren. Aber es liegt eben nicht nur daran, dass er sein Vermögen weggegeben hat. Er bringt sich selbst ein für das, woran er glaubt. Das mache ich doch auch. Nur ich glaube eben an uns beide, an unsere Familie. Wie kann ich dir denn das bloß beweisen? Es ist aber was anderes, ob du an die Welt glaubst oder an die 150 Quadratmeter, die du zu Hause hast. Das ist doch gar nicht miteinander zu vergleichen. Das weiß ich doch. Aber Wohltätigkeit und Nächstenliebe gibt's im Privatleben auch. Wieso ist die Sorge um ein paar Decken so viel bedeutender als die Sorge um unsere Liebe? Er kämpft gegen die Kälte und ich kämpfe gegen die tiefgefrorenen Gefühle von dir. Ist dir das denn überhaupt nicht klar? Danke für deinen Schick. Langsam geht mir Ihre verdammte Fragerei echt auf die Ketten, Mann. Ganz ruhig, ja? Sagen Sie mir, wo Sie das Pferd hinbringen sollen. In den Stall natürlich, oben in der Nähe von San Francisco. Vicky, haben Sie was anderes erzählt? Ich beliefere nur den, der das Pferd gekauft hat. Sie haben das Pferd geklaut und das habe ich auf Band. Damit kommen Sie nie durch. Vor Gericht gilt das nicht als Beweis. Und was ist mit meiner Aussage? Wenn du kooperativ bist, können wir dir später bestimmt helfen. Überleg es dir. Also jetzt oder nie. Wenn die Polizei erst hier eintrifft, dann können wir für sie nichts mehr rausschlagen. Also gut, ich schulde dem Kerl nicht mein Leben. Ich gehe nicht für den in den Knast. Sehr klug. Wo ist er? Ein paar Kilometer von hier, immer die Straße hoch. Dann kommt bald eine Kreuzung, da ist eine Hütte auf der linken Seite. Wie heißt der Typ?
Sein Deckname ist Senior Richter, aber wie der Typ mit bürgerlichem Namen heißt, weiß ich nicht. Außerdem wird er schon in Argentinien sein, wenn Sie da ankommen. Er wird wissen, dass ich ihn verpfiffen habe. Wenn er sich abgesetzt hat, ist sowieso alles zu spät. Aufmachen, Polizei! Ja. Inspektor Castillo? Ja, und das ist Inspektor Alvarez aus Mexiko, Guerrero. Sonderauftrag. Würden Sie den Verdächtigen in Haft nehmen? Wir müssen noch was klären, bevor wir ihn und das Pferd zurückbringen. Internationale Fälle sind wir hier nicht gewohnt. Ich hoffe, Sie kommen mit wegen der Formalitäten und solcher Sachen. Klar kommen wir mit, aber wir müssen erst beide noch zu einer Verabredung. Passen Sie gut auf ihn auf, bis wir wiederkommen. Ich will dich hier nicht stören. Vorhin kam im Radio, dass du unbedingt Hilfe brauchst. Ja, klar. Ich bin im Moment leider alleine hier. Gut, kannst du mit einer Kelle umgehen? Na, ich denke, das werde ich wohl doch noch schaffen. Gut, Greta musste nämlich zur Arbeit und kann erst später wieder herkommen. Da hat sie ganz schön zu tun. Das sind ja zwei Jobs. Ich habe mich neulich mit Ethan unterhalten. Er hat mir erzählt, dass ihr von dem Erpresser länger nichts mehr gehört habt. Das hat er dir erzählt? Ja, schade, dass ihr nichts von ihm gehört habt. Sonst hättet ihr ihn vielleicht gefasst, aber vielleicht sind in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten für euch. Na, vielleicht würdest du das nicht sagen, wenn du wüsstest, wie schlimm es war, ständig in dieser Angst zu leben. Aber das ist mir auch egal. Hauptsache, wir hören nichts mehr von diesem Dreckskerl. Es ist schon alles schlimm genug. Findest du es schlimm, dass Leo tot ist? Meinst du das? Nein, das war anders gemeint, aber das ist mein eigenes Problem, Michael. Du kennst ja Ethan, er will nicht, dass ich darüber rede. Er hat mich besonders nachdrücklich darum gebeten. Er befürchtet immer, seine Karriere nimmt Schaden. Wenigstens das kann ich für ihn tun. Er hat ja viel mit mir durchgemacht. Wenn du meinst... Das ist alles nicht leicht. Besonders bei dir nicht. Ich schwatze hier. Was ist denn los? Sonst bist du doch nicht so... Ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben? Ja, weil es irgendwie schwierig für mich ist, mich vor dir zu verstellen. Ich denke schon, dass du dich vor mir verstellen kannst, wenn es dir drauf ankommt. Du kennst mich wirklich besser als jeder andere. Michael, ich brauche dich einfach. Meine Ehe ist kaputt. Es ist verrückt. Ethan und ich wohnen nur noch im selben Haus. Tut mir leid, ich habe... Ist schon gut. Nein, setz dich erst mal hin. Nein, nein, ich bin hier, um dir zu helfen. Aber du weinst in die Die Kreuzung müsste doch bald kommen. Ja. Immer noch sauer, Inspektor? Es tut mir leid, dass Travis das Kabel gefunden hat. Ist es das? Nein, aber ist dir auch aufgefallen, als er uns gesagt hat, wo sein Boss ist? Schien es fast so, als hätte er nur auf die Möglichkeit gewartet. Ja. Ob es für ihn überhaupt keine Rolle spielt, wenn wir seinen Boss wirklich erwischen. Aber wie hätte er ihn dann warnen können? Das hätten wir doch mit Sicherheit gehört. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Mann weg ist, wenn wir da ankommen. Ob er ohne das Pferd abhaut? Weiß nicht. Was ist mit dir? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Glaube ich. Ich bin so... Wenn irgendwas klappt, bin ich unzufrieden damit und... Und wenn was nicht klappt, dann bin ich noch unzufriedener. Hört sich fast so an, als wenn du den falschen Job hättest. Ständig den Menschen nahe kommen. Nahe kommen, damit sie Vertrauen zu mir haben. Nur um sie dann zu verraten. Travis ist diese ganzen Gedanken nicht wert. Das kannst du mir glauben. Das stimmt schon, aber... Man trifft auch auf gute Menschen, wenn man verdeckt arbeiten muss. Dann ist es am schlimmsten. Zum Beispiel jemand, den man respektiert. Den man sogar lieben könnte, wenn man es zulassen würde. Aber das geht nicht, weil ich eben laufend... Weil was? Weil ich laufend eine Frau spiele, die ich nicht bin. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich alles hinschmeißen möchte, um die Frau zu sein, die ich wirklich bin. Willst du aufgeben? Ich glaube nicht. Nein. Das klappt sowieso nicht. Da ist die Kreuzung. Nach seiner Beschreibung müsste die Hütte hier sein. Wir laufen also? Ich möchte den Boss überraschen.
Also dann gehen wir. Mrs. Cobb? Sie ist bestimmt im Kinderzimmer eingeschlafen. Ah, ich muss mich jetzt auf die Socken machen. Mal sehen, ob die Capwells mich schon rausgeschmissen haben. Das würden sie nicht wagen. Aber wieso wollen sie überhaupt zu den Capwells zurück? Ich bin nun mal angewiesen auf freie Unterkunft und Verpflegung. Ich habe ein Gästezimmer und das ist umsonst. Ah, das muss jetzt aber nicht sein. Danke, ich habe schon genug Chaos in ihrem Leben angerichtet. Das gab es bereits, bevor wir beide uns getroffen haben. Mehr als genug. Ja, aber trotzdem. Es wäre wahrscheinlich für uns beide am besten, wenn Sie Ihr Mandat aufgeben würden. Sie haben genug Probleme, da müssen meine nicht noch dazukommen. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, ich bin ein armer Mann. Und ich bin genauso wie Sie bereit zu geben. Sie sollten wissen, dass ich mich an Präzedenzfällen am liebsten festbeiße. Dafür bin ich berufen. Ich hoffe doch nicht, dass Masons Scherze Sie dazu gebracht haben, eine gute Rechtsberatung von mir abzulehnen. Ich hatte gehofft, dass Sie mich nicht aufgeben. Wollen Sie was essen? Ich habe solchen Hunger. Mason hatte ein Menü ins Gefängnis kommen lassen, aber ich... Ja, schon klar. Die Reste davon habe ich gesehen auf seinem Sakko. Und an mir. Ich wollte ihm nicht den Gefallen tun, es zu essen. Ich würde uns gern was kochen. Ich hätte da was Tiefgefrorenes für die Mikrowelle. Vielleicht lieber ein anderes Mal. Ich muss zurück ins Gemeindezentrum. Was, so spät noch? Tja, aber die meisten kommen erst jetzt. Sie brauchen alle ein Bett. Sie machen mir Schuldgefühle. Nein. Ich könnte doch genauso wie Sie versuchen... Nein. Ich finde, Sie haben genug Gutes getan für den heutigen Tag. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Du schaffst es jedes Mal, mich zum Lachen zu bringen. Hier gefällt's mir. Irgendwie ist mein Leben in letzter Zeit völlig sinnlos geworden. Wir haben so viele Pläne gehabt damals in Boston. Naja, Pläne ändern sich. Aber deine nicht. Du lebst doch deinen Traum. Vielleicht, ja. Träume verändern sich auch. Jedenfalls, ich bewundere dich. Naja. Ich habe mein Leben vertan. Damals in Boston, da haben wir alle Ungerechtigkeiten bekämpft, erbarmungslos. Das war ein ganz irres Lebensgefühl, ja. Da habe ich mich so wohl gefühlt. Kann man das nicht wiederherstellen? Hör mal zu, du wirst doch bestimmt nicht darüber sprechen, darüber, dass Ethan und ich uns trennen. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich einen Freund gebraucht habe. Ich musste mich einfach mal aussprechen, aber wenn Ethan das wüsste, wäre die Hölle... Aber ich bitte dich, das versteht sich doch von selbst. Obwohl ich überlege gerade, wem ich das wohl erzählen könnte. Ihr werdet das irgendwie schon wieder hinkriegen. Das war doch schon immer so, oder? Du hast keine Vorstellung, was für eine Fassade wir uns aufgebaut haben. Nur um den guten Schein zu bewahren. Ich glaube, es gibt kaum eine bessere Lösung als die Trennung. Ich habe in letzter Zeit eine ganze Reihe von Dingen über mich selbst gelernt. Ich gehe zu einem Psychiater. Ich sehe mich jetzt selbstkritischer, aber das tut weh. Fest steht, wenn ich an manche Sachen denke, die ich mir so geleistet habe, bin ich nicht mehr dieselbe Frau, mit der du mal gelebt hast. So ist das wohl. Ich möchte diese Frau wiederfinden, Michael. Und ich... Würdest du mir dabei helfen? Du bist eine sehr willensstarke Frau. Ich bin überzeugt davon... Du kommst aus dieser Krise wieder raus. Vorausgesetzt, du bemühst dich wirklich intensiv darum. Dankeschön. Das von dir zu hören klingt fast wie ein Kompliment. Das war eins. Müde siehst du aus. Ja. Ich gebe dir einen Rat. Du gehst jetzt erstmal nach Hause und schläfst dich so richtig aus. Einverstanden? Aber ich wollte dir doch hier bei deiner Arbeit helfen. Schon klar, aber das kannst du doch auch morgen machen, oder nicht? Ich kann wiederkommen und dir helfen, ja? Ich schicke nie freiwillige Helfer weg, das weißt du doch. Okay. Danke, Michael. Wofür denn danke? Na, für... Naja, du hast mir geholfen. Ich weiß jetzt wieder, was wirklich wichtig für mich ist. Ach komm. Ja, und... eigentlich war ich hergekommen, um zu helfen, aber jetzt bin ich diejenige, der geholfen wurde. Naja. Danke. Das kannst du morgen wieder gut machen, wenn du hier die Fußböden wischst. Dann wirst du dich erst so richtig bei mir bedanken wollen. Ich kann's nicht erwarten. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön.
Gefällt mir dein Bart. Oh, wirklich? Das Feuer brennt noch. Strom ist aus. Vielleicht durch den Sturm. Hier ist was. Ein volles Glas Schnaps. Er muss uns gesehen haben und ist schnell abgehauen. Zu Fuß, er würde erfrieren. Der Boss muss schon eine ganze Weile weg sein. Und zwar lange genug, dass die Reifenspuren zuschneiden konnten. Dann muss Travis ihn gewarnt haben. Das Stichwort war bestimmt Argentinien. Aber wie? Wir hätten es merken müssen. Und wie? Ich habe keinen blassen Schimmer. Na toll. 6 Monate Arbeit den Bach runter. Sowas Blödes passiert auch nur mir. Das muss die Kälte sein. Meine grauen Zellen sind eingefroren. Du hast dich gut gehalten. Aber ich habe den Mann nicht gefasst. Der Boss ist weg. Selbst ich habe in so einem Fall schon mal daneben gehauen. Das kommt doch vor. Wenn es nichts ändert, du kannst gut mithalten mit den meisten Kollegen, die ich bis hier hatte. Das sagst du nur, weil ich wütend bin und das gefällt dir nicht. Wer sagt denn, dass du mir ohne Wut besser gefällst? Was ist das? Pass auf! Ist was passiert? Nein, es war zu Hause nur so einsam und so langweilig. Wolltest du nicht ein bisschen bummeln gehen? Naja, ich wollte lieber warten, bis du mitkommst. Zu zweit ist Bummeln sowieso viel schöner. Bist du hier fertig? Nein, bin ich nicht. Du brauchst nicht gleich wieder so schnippisch zu werden. Immerhin ist es bald 10, da darf man wohl als Frau mal fragen, wann du geruhst, nach Hause zu kommen. Oder darf man das etwa nicht... Ich bin kein Kindergartenkind. Ich hab hier zu tun. Wenn du mich immer wieder unterbrichst, werd ich nie fertig. Tut mir leid, du hast ja völlig recht. Ich bin eine Plage. Also, ich lass dich arbeiten und wir sehen uns danach hier zu Hause, okay? Hm. Arbeite schön. Und nicht so lange. Es wird spät werden. Natürlich. Ich werde dann schon schlafen. Darling, war deine Mutter blond, so wie du? Sie war Halbitalienerin und genauso wenig blond wie ich. Ich versuche, nur rauszukriegen, wie unser Baby vielleicht aussehen könnte. Bis dann. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Ah! Ich bin vorbeigekommen, um Ihnen zu sagen, dass der peinliche Deckenskandal erledigt ist. Alle Beteiligten sind zufrieden. Ja, habe ich schon gehört. Und ich hoffe sehr, Sie haben sich auch mal Gedanken über Ihr Verhalten gemacht. Ich habe mich bei allen anderen schon entschuldigt. Aber ich schulde ganz besonders Ihnen Wiedergutmachung. Glauben Sie mir, es war wirklich nicht meine Absicht, den Ablauf Ihrer Arbeit in irgendeiner Form zu behindern. Das haben Sie aber getan. Der Polizeiwagen vor dem Gebäude hat eine Menge frierender Menschen abgeschreckt. Viele haben sich hier nicht mehr reingetraut, aber das macht Ihnen ja nichts aus. Ich habe mein Leben auch nicht gerade im Glashaus verbracht. Ich hatte eine Zeit da, war die Adresse von mir mein Wagen und was ich Büro nannte, das war der Stammtisch eines zweitklassigen Cafés. Es mag Sie überraschen, aber diese Leute haben keine Wagen, nicht mal ein billiges Fahrrad oder sowas. Es sind genau die, die man rein routinemäßig aus den Cafés herauswirft. Ich habe vielleicht keinen Realitätssinn oder sowas. Im Moment weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Was meinen Sie? Wird Julia wieder zu mir zurückkommen? Das weiß ich nicht. Es hängt davon ab, ob Sie damit aufhören, immer alles erzwingen zu wollen. Och, was haben Sie denn hier verloren? Ich würde sagen, das geht Sie gar nichts an. Nur ein freundschaftlicher Besuch. Na, wenn Sie meinen. Michael, da ist eine Familie, die kauern alle unter einem Baum. Ausländische Arbeiter mit 7 Kindern. Ihre Lippen sind vor Kälte schon ganz blau. Oh. Sie waren einfach nicht zu bewegen, mit hierher zu kommen. Und Sie können doch sparen. Ja, aber zurzeit bin ich bloß ganz allein hier. Gibt es denn keinen, der hier die Stellung halten könnte? Moment. Mason, Sie hatten doch noch was gut zu machen. Sie meinen, ich soll hier das Essen verteilen? Allein? Sie müssen nur die Suppe und die Brote austeilen. Wenn jemand nach Kleidung fragt, die ist hier hinten in den Kartons. Decken und Feldbetten sind da drüben. Na ja, gut.
Ich mach das. Wozu ist meine Familie in der Hotelbranche? Also dann viel Spaß. Keine Sorge. Guten Abend. Mein Name ist Mason und unser heutiges Tagesangebot wäre Fischsuppe. Sehr schmackhaft. Abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer, würde ich sagen. Hab schon gegessen, danke. War aber heute sehr gut. Viel Fisch drin. Ich gebe es an die Küche weiter. Vielleicht möchten Sie jetzt ein Nickerchen machen. Betten sind da hinten. Hier soll es auch Mäntel geben, stimmt das? Ja, so ist es. Ja, Mäntel gibt's hier drüben. Ich sehe mal nach. Ist aber nicht viel Auswahl. Vielleicht finde ich was in Ihrer Größe. Hier ist ein Jackett. Ja, ist vielleicht etwas klein geraten. Es tut mir leid, wir hatten hier wohl einen ziemlichen Ansturm auf Mäntel in letzter Zeit. Vielleicht sollten Sie einfach morgen wieder vorbeikommen. Erst morgen? Okay. Trotzdem, vielen Dank. Warten Sie mal, entschuldigen Sie bitte. Natürlich brauchen Sie den Mantel nicht morgen, sondern heute. Irgendwo habe ich doch einen Mantel rumliegen sehen. Ah, da drüben ist er. Ich habe nur vergessen, ihn in die Kartons zu packen, Entschuldigung. Tut mir leid, ist ganz allein meine Schuld. Hier, probieren Sie. Na fast. Noch nicht ganz perfekt, aber wir verfügen über einen hervorragenden Änderungsservice. Der passt genau, Mr. Mason. Gefällt mir. Danke. Danken Sie nicht mir. Ist mein Job. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Mein Name ist Mason. Ich habe die Ehre, Sie heute Abend zu bedienen. Ihre Suppe, Sir. Wäre die Hütte bloß 50 Meter weiter westlich gewesen, wären wir beide jetzt tot. Was ist denn passiert, verdammt nochmal? Eine Lawine, frag mich nicht. Wo bist du denn nur so lange geblieben? Ich war beim Wagen. Können wir denn damit noch fahren? Fahren? Wo wir geparkt haben, ist jetzt ein 10 Meter hoher Schneehügel. Vielleicht ist hier irgendwo eine Schaufel. Was denkst du? Du hast nicht geschnallt, was ich gesagt habe. 10 Meter. Du brauchst mindestens einen Bagger. Und was sollen wir jetzt tun? Erstmal sind wir abgeschnitten von der Zivilisation. Wir könnten zu Fuß gehen. In dem Schnee und das mitten in der Nacht. Wir haben knapp überlebt. Bitte nicht noch einmal mit mir, ja? Inspektor, es ist kein Telefon und auch kein Strom da. Und es gibt hier nichts zu essen, nur Schnee. Weiter nichts. Entspann dich. Wir werden die Nacht hier schon überstehen. Oder einen Monat. So lange wird's nicht dauern. Okay. Ich krieg das schon hin. Wir haben Feuer und wir haben Petroleum. Und ich habe vorhin eine Dose Sardinen und eine Packung Cracker gefunden. Ich mag keine Sardinen. Das ist Pech für dich. Das Feuer brennt wieder ganz ordentlich. Wenn wir uns abwechseln, kann einer von uns schlafen. Ja. Wenn wir überhaupt schlafen können. Man wird uns schon finden. Klar findet man uns. Naja. Warum genießen wir es dann nicht? Das Feuer, die frische Luft. Na, meinetwegen, aber nicht die Sardinen. Wird sowieso bald alles vorbei sein. Wart ab, ich habe nicht versprochen, dass man uns bei Tagesanbruch rausschaufelt. Eigentlich meinte ich meinen Ausflug nach Mexiko, wenn der Fall abgeschlossen ist. Wenn ich mir meine Kopfwäsche abholen muss. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich brauche von keinem eine Entschuldigung für meine Fehler. Wir interessieren doch sowieso niemanden. Mich? Schade, dass du zurück musst. Du bist doch froh, wenn du mich endlich los bist. Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich mich daran gewöhnt, dich um mich zu haben. Ich weiß, was du meinst. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.